Stephanie Popp, bist du schon mal durch eine Zeit gegangen, wo du das Gefühl hattest, deine Träume sterben? Ja, das klingt vielleicht dramatisch, aber tatsächlich kann es sehr, sehr schmerzhaft sein, durch eine Zeit zu gehen, wo man einfach realisiert, man die Träume, die ich hatte, den Traum, den ich hatte, das mögen nicht nur die Großen sein, manchmal sind es auch kleinere. Es fühlt sich an, wie wenn das einfach stirbt, wie wenn nie etwas draus wird. Sogar Träume von Gott. Mit Träumen von Gott können wir durch so eine Zeit laufen, einfach dieses Gefühl zu haben, Gott, du hast es doch in mein Herz gelegt. Und so viele Jahre trage ich das schon. Und es fühlt sich so an, wie das nichts daraus wird oder dass ich es echt loslassen muss, durch eine Zeit zu gehen, wo Träume sterben. Das ist so real und es ist so schmerzvoll. Und oft ist es so schwierig auch zu verstehen, warum und wieso und wo wir durchgehen. Und heute Morgen erst hat mich der Heilige Geist an etwas von vor etlichen Jahren erinnert, wo ein Freund von mir, Tom Jones, der hat etwas gepredigt, das habe ich nie vergessen. Und zwar hat er in seiner Predigt, da ging es irgendwie ja um dieses Thema, hat er das folgendermaßen illustriert. Er hat gesagt, manches Mal halten wir in unseren Händen die Träume, die wir haben oder die Träume, die Gott uns gegeben hat. Und wir suchen nach ihm und wir suchen nach mehr. Aber damit Gott uns dieses Mehr geben kann und damit Gott uns einfach weiterführen kann, müssen wir bereit sein, wirklich loszulassen. Und nur wenn wir bereit sind, loszulassen, das, was wir vorher in unseren Händen hielten, sind wir bereit, um von Gott einfach das zu empfangen, was er für uns hat. Und oft ist es viel mehr wie das, was wir hatten. Aber die Schwierigkeit ist einfach loszulassen, das, was wir haben. Und dazu gehören manchmal auch Träume. Träume loszulassen. Selbst diese Träume, von denen wir doch so überzeugt waren, dass es Gottes Träume sind. Am Ende hilft uns einfach in diesem ganzen Thema nur eines, die Bereitschaft wirklich loszulassen, unsere Hände zu öffnen und alles freizugeben, woran wir auch so festgehalten haben und uns ganz bewusst Gott unterzuordnen. Und ja, das ist unbequem und vielleicht sagst du, das will ich gar nicht, aber ich sage dir, das ist die einzigste Möglichkeit, die es gibt für dich, wenn du erfolgreich in deine Zukunft gehen möchtest. Wir durchlaufen alle Phasen, wo wir immer mal wieder einfach bereit sein müssen, das, was wir haben. Und dazu zählen auch die Träume, sie wirklich loszulassen, damit Gott kommen kann und unsere Hände ganz neu füllen. Und eins habe ich mit Gott gelernt, egal was ich loslasse, das, was kommt, ist viel besser, es ist schöner, es ist größer. Und im Nachhinein kann ich immer sehen, dass es gut war, auch wenn der Prozess, dahin zu kommen, oft mit Schmerzen und mit Mühe verbunden ist, denn es ist nicht einfach, Dinge loszulassen. Es ist nicht einfach, liebgewordene Träume loszulassen. Es ist nicht einfach, weil uns plötzlich irgendwie tatsächlich gefühlt der Fokus fehlen kann oder das, wie ich mir meine Zukunft erträumt habe. Das Loszulassen bedeutet, ich habe erstmal gar kein Bild für meine Zukunft und ich muss warten, wie Gott anfängt, auch meine Gedanken ganz neu zu füllen. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du dich irgendwo wiederfindest in dieser Message, dann nimm es einfach für dich. Das, was auf dich wartet, ist so viel besser, so viel schöner, so viel herrlicher, so viel größer, so viel mehr von Gott. Ganz egal, wo du jetzt drin steckst, was du aufgeben musst, auch an Träumen, die du hast, selbst Träume, die du von Gott bekommen hast. Ich möchte dich ermutigen, da drin zu bleiben und es auszuhalten und wirklich einfach, ja, die 5 € loszulassen. Selbst wenn es hart ist, denn Gott ist derjenige, der einfach mit mehr kommt, auch mit mehr für dich. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einfach mega, mega Segen von Gott. Bis denn.